Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf eure Woche vom 25. bis zum 31. Juli. Schauen, welche Nachrichten, Impulse und Prognosen sich für euch so zeigen möchten. Welche Nachrichten die geistige Welt für euch bereithält. Solltet ihr eins der täglich erscheinenden Videos verpasst haben, es gibt Playlists für jedes Zeichen. Schaut da einfach rein. Zu den unterschiedlichsten Themen gibt es jeden Tag Videos. Da werdet ihr dann fündig. Und um nichts mehr zu verpassen, macht es natürlich Sinn, spätestens jetzt, wo ich jeden Tag Videos hochlade, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Persönliche Legungen sind als Kanalmitglied möglich. Welche Möglichkeiten findet ihr, wenn ihr entweder auf den Button Mitglied werden klickt unter jedem Video oder am Ende des Videos auf den Button Persönliche Legungen klickt? Da kommt ihr dann auf den gleichen Link, auf die gleiche Infoseite. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Schützen für die Woche vom 25. bis zum 31. Juli und fragen nach der Hauptenergie. Vielen Dank. Acht der Schwerter. So, die Vergangenheit. Die Gegenwart. Und die zukünftige Situation. Wow, Befreiung, durchatmen, aufrichten, die Dinge klar sehen können endlich wieder. Ja, Gefühlen, alten Mustern und äußeren Umständen nicht mehr ausgeliefert sein. Das ist eine ganz, ganz tolle Energie. Das ist hier Befreiungsschlag. Ja. Auch Unsicherheiten werden sich auflösen. Unsicherheiten, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass ihr euch ein bisschen selbst sabotiert habt, ja, oder gegebenenfalls tollpatschig wart. Ne, gibt so Phasen, in denen ist man fahrig, in denen ist die Belastung sehr hoch, dann passiert das ganz automatisch. Das hat nach und nach ein Ende. Sehr schön. Aus welcher Situation kommt ihr? Wir haben die drei der Stäbe, die sieben der Schwerter auf dem Kopf und das Rad des Schicksals. In der Vergangenheit schon habt ihr entweder eine Lüge aufgedeckt oder aber euch von Menschen befreit, die euch nicht gut getan haben, die euch belogen haben, die euch ausgenutzt haben, die euch vielleicht sogar auch bestohlen haben. Ihr seid weitergegangen, ihr habt euch neu ausgerichtet, ihr habt neue Möglichkeiten und Wege entdeckt und seid damit eben, Rat des Schicksals, in ein neues Kapitel eingestiegen, ja, in einen neuen Lebensabschnitt eingestiegen, auch mit dem festen Entschluss, aus der Vergangenheit gelernt zu haben und sich die Menschen, ob das jetzt im Privatleben oder im Beruf ist, ganz, ganz genau anzuschauen. So, im Moment seid ihr in einer Situation, es kann sein, dass hier die Vergangenheit euch nochmal gefolgt ist. Wir haben hier die 10 der Schwerter, die 7 der Kelche und die 6 der Schwerter. Das verursacht ganz schön Dusel im Kopf. Ja, einige von euch wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Das kann euch hier richtig lahmlegen. Ja. Es gibt hier auch für einige von euch die Qual der Wahl. Ja, Skorpione waren da auch jetzt in der Woche ein bisschen sehr mit gebeutelt, mit der Qual der Wahl, eine Entscheidung treffen zu müssen, gehen oder bleiben, zum Beispiel. Und das legt euch lahm. Also momentan ist hier, da ist was passiert, womit ihr auch nicht gerechnet habt. Also das, das kann auch eine innere Erkenntnis sein, die euch wie so ein Zaunpfahl irgendwie erschlagen hat, sag ich mal. Ganz schön viel Gedankennebel. Nicht wissen, wie, wohin. Vielleicht auch eine Situation verlassen wollen, die wirklich, wirklich, wirklich zehrend ist.
Aber egal wie es dreht und wendet und abwägt, so richtig eine Klarheit ist da gerade noch nicht in Sicht. Das wird sich aber lichten, sehe ich hier. Also einige von euch werden einen Kontakt abbrechen mit einer Person oder einen Vertrag kündigen, schweren Herzens. Also da wird eine Zeit von Melancholie, vielleicht auch Traurigkeit auf euch zukommen. Aber diese Befreiung, dieser Befreiungsschlag war so, so wichtig, denn danach steht mit den Neun der Münzen das Wachstum, die Bereicherung an. Das heißt also, es kann sein, dass ihr eine Firma verlasst, in der ihr euch eigentlich mal sehr wohl gefühlt habt. Irgendwas muss da passiert sein. Und wenn ihr geht, wenn ihr diesen Vertrag kündigt, dann tut das auch weh. Ja, das ist ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber dieser Befreiungsschlag hier ist so, so wichtig. Da wird die Belohnung, sage ich jetzt mal, ob das jetzt im finanziellen Bereich ist, ob ihr im Job ein besseres, für euch passenderes Aufgabengebiet dann bekommt. In der Beziehung, ja, ihr werdet endlich wieder aufblühen, wenn ihr diese Situation, diesen Menschen vielleicht sogar verlassen habt. Wir schmeißen mit Karten. Wir bitten die geistige Welt um Klärung. Das gibt's noch nicht. Was ist denn hier los? Das sind viel zu viele Karten. So. Puh. Auch die Karten wollen sich hier befreien, offensichtlich. Das ist hier richtig krasse Energie. Acht der Kelche, meine Lieben. Page der Kelche. Also wie gesagt, ne, ihr habt hier eine neue Chance in der Vergangenheit bekommen, habt das Alte verlassen. Hier acht der Schwerter. Das war in der Vergangenheit schon das Muster, die Grundlage für diesen Befreiungsschlag. Das scheint mir hier wirklich auch so ein vielleicht auch ein Karma-Prozess zu sein, ja, den ihr hier gerade abarbeitet. So, zwei der Stäbe. Also die gute Nachricht hier ist jetzt, auch wenn sich das hier gerade noch lähmend und unsicher und unklar anfühlt in eurer aktuellen Situation, dass da kommen die guten Aussichten, da kommen neue Möglichkeiten in euer Leben. Sechs der Schwerter, auch hier, wie gesagt, ihr werdet eine Situation verlassen. Einige von euch ziehen sogar weg. Zweimal die 10 der Schwerter in der gegenwärtigen Situation. Tut mir einen Gefallen, kommentiert doch mal, was bei euch los ist. Das ist ja Horror, Horrorschmerz, Lähmung, Stagnation. Fangt euch da in den Kommentaren bitte auf. Ja. So, König der Kelche auf dem Kopf, Ass der Schwerter auf dem Kopf. Ich sage ja, hier wird Klarheit reinkommen für euch. Ihr werdet auch eure Wahrheit leben. Hier wird auch rauskommen, dass euch hier jemand vielleicht belogen hat. Ja. Und das ist so das letzte bisschen, was das Fass zum Überlaufen bringt, das letzte Tröpfchen. Heftige Energie. Yay! Aber die Neun der Kelche, meine Lieben. Also, da kommen neue Kollegen auf euch zu. Da kommt ein neues Arbeitsumfeld auf euch zu. Da gibt es die Möglichkeit, wirklich Wachstum, Reichtum, Fülle, Liebe, vor allem Wertschätzung auch, ja, zu erfahren, wenn ihr eure Wahrheit lebt, wenn ihr euch befreit. Ja, das ist mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden. Ja, da werden auch Menschen zurückgelassen, die euch lieb und teuer waren. Aber das geht wirklich zack und ihr habt diese Klarheit. Spätestens, wenn hier eine Wahrheit, eine Lüge vielleicht ans Licht kommt. Einigen von euch wird die Entscheidung auch abgenommen. Ja.
Deswegen, das mag hier ein bisschen Betrauern geben, aber was sich danach für euch auftut, ist im Prinzip der Himmel auf Erden, meine Lieben. So, wir fragen die geistige Welt, welche Überraschungen noch auf euch zukommen. Wenn es mit euch resoniert hat bis hierhin, wenn ich euch helfen konnte, lasst es mich wissen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert auch sehr gerne, wie gesagt, seid da lieb zueinander, fangt euch auf. Und wenn ihr wirklich alle Infos haben wollt zu eurer Woche, klickt gleich auf die Playlist, guckt euch Aszendent Mond Venus an, dann habt ihr wirklich alle Infos, die ihr braucht. So, Acht der Münzen, Königin der Stäbe, Page der Stäbe. Hier wird die Vergangenheit, wie gesagt, nochmal auf euch zukommen. Ja, da kommen Angebote auf Versöhnung, auf Umstrukturierung im Job, um irgendwas besser zu machen. Aber hier kommen auch Bewerbungsgespräche, hier kommen neue Möglichkeiten, hier kommen neue Menschen in euer Leben und hier kommt vor allem in euch drin eine Stärke, eine Kraft, die Dinge jetzt in die Hand zu nehmen. Da kommt eine Kreativität im Sinne von neue Lösungen, neue Perspektiven tun sich auf und ihr nehmt euer Leben selbst in die Hand. Einige von euch bekommen ja auch eine wahnsinnig gute Chance, sich selbstständig zu machen und eure Mühen werden definitiv belohnt. Puh. Meine lieben Schützen, was da los? Lasst mir einen Kommentar da, verzweifelt nicht, ja, egal wie schlimm sich diese Situation, in der ihr gerade seid, auch anfühlen mag, da kommt richtig was Tolles auf euch zu. Ganz tolle Möglichkeiten, Geld, Wertschätzung, Liebe, ja, Menschen, die euch helfen, die euch auffangen und Möglichkeiten, euch wirklich auch selbst zu entfalten. Meine lieben Schützen, ich wünsche euch eine wundervolle Woche, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.